Janna wala pa giri varada.
Gopimanandi, Hari 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 Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Jagaranga Dhamma Jai Ki. Jai. Wir lesen zuerst aus dem Transcendental Diary in Englisch. Transcendental Diary von Davin Dam. Das ist Volume 5. Prabhupada has always regarded the writing of his books as his main work. The aphorism, books are the basic, is the motivational motto on which the huge Sankirtan force has been developed. Prabhupada's books are the center of the growth of the movement and the key to both attracting and sustaining new devotees. They separate him from all other gurus and spiritual leaders, and it is in the arena of book distribution that much of the disturbance has come. On the whole, there is now an attempt to stop this movement, he mused. We have made so many court cases, now only loss we are feeling now. In some airports they have stopped our book selling. So formerly also they were stopped and again refused. Jagadish said that we were now legally banned, at least temporarily, from selling books in three major airports, Los Angeles, Dallas, and Atlanta. It's a constant struggle. Prabhupada was philosophical. Struggle must be there. You cannot stop it. And then he laughed. Krishna, since his birth, struggled. At the mention of police harassment and beatings in Montreal and Chicago, Prabhupada was reflective. They crucified Jesus, what to speak of devotees. Prahlad Maharaj was persecuted. Haridas Thakur, he paused momentarily and suddenly broke into in a broad and somewhat mischievous grin. I think I shall not go to Europe. America for some time. Everyone laughed, but even though it was tongue in cheek, I still thought there was cause for genuine concern. Not unless this gets cleared up. Prabhupada acknowledged the potential danger. Because it is being discussed about me, they say. Old man is behind this movement. Even in Australia, I told him, now they are having the same thing, kidnapping and everything. It's everywhere. Prabhupada grinned again with satisfaction. That means they are feeling the weight. It is spreading. The Prabhupada Ki Jai. So, dann lesen wir heute aus dem Chaitanya Charitamrita. Vichaya acharya ragare se ratra rahila. Vichaya acharya ragare se ratra rahila. Vichaya acharya ragare se ratra rahila. Patakale bhakta sabe gare lana gila. Patakale bhakta sabe gare lana gila.
Prata Kale Bhakta Save Gare Lana Gela. Prata Kale Bhakta Save Gare Lana Gela. Vichaya chera garse ratra rahila. Vichaya chera garse rahila. Prata kale bhakta sabe gare lana gela. Prata kale bhakta sabe gare lana gela. Vichaya. Namen Svichai. Acharyera. Des Lehrers. Gare. Im Haus. Sei. Diese. Ratre. In der Nacht. Rahila. Blieb. Praktakale. Am Morgen. Bhakta. Die Gottgeweihten. Sabe. Alle. Kade. Heim. Lana. Sie nehmend. Gela. Ging. Übersetzung. Der Vers hat keine Erläuterung und wir lesen einige Verse, weil das das Ganze einen Sinnzusammenhang gibt. Ich wollte eigentlich lesen bis Vers 272. Diese Nacht verbrachte der Herr im Hause Vichayacharyas. Am Morgen nahm der Herr alle seine Geweihten und kehrte heim. Vers 247. Ekadina Gopi Bhave Krete Vashiya Gopi Gopi Namalaya Vishanahana. Eines Tages saß der Herr in der Ekstase der Gopis bei sich zu Hause. Völlig niedergeschlagen in Trennung rief er: Gopi Gopi. Ekapaduyai la Babuke Dekite Gopi Gopi Namasuni Lagila Balite. Ein Schüler, der kam, um den Herrn zu sehen, war erstaunt, dass der Herr Gopi Gopi chantete. Und so sprach er wie folgt: Krishna Nama Nalaukene, Krishna Nama Dania, Gopi Gopi Balileva, Kibahaya Punya. Warum chantest du die Namen Gopi Gopi statt den heiligen Namen Sri Krishnas, der so rühmenswert ist? Was für ein frommes Ergebnis wirst du durch solches Chanten erreichen? Erläuterung. Es heißt, oh ja, es kommt das nicht an bei der Aufnahme. Es heißt, Vaishnavera Kriyamuda Vikyene Nabujaya. Niemand kann die Handlungen eines reinen Gottgeweihten verstehen. Ein Schüler oder Novize konnte unmöglich verstehen, warum Sri Chaitanya Mahaprabhu den Namen der Gopis chantete. Noch hätte der Schüler den Herrn über die Kraft des Chantens von Gopi Gopi befragen sollen. Der neue Schüler war sicherlich davon überzeugt, dass das Chanten von Krishnas heiligem Namen ein frommes Werk ist. Doch diese Haltung ist ebenfalls ein Vergehen. Dharma, Vrata, Tyaga, Hutadi, Sarva, Shuva, Kriya, Samyam, Api, Pramada. Es ist ein Vergehen, den heiligen Namen zu chanten, um dadurch fromm zu werden. Das war dem Schüler natürlich unbekannt und deshalb fragte er unschuldig: Welche Frömmigkeit liegt im Chanten des Namens Gopi? Er wusste nicht, dass hierbei von Frömmigkeit oder Gottlosigkeit keine Rede sei. Das Chanten von Krishnas heiligem Namen oder des heiligen Namens Gopi befindet sich auf der transzendentalen Ebene liebevoller Beziehungen.
Da er von solch transzendentalen Beziehungen kein Verständnis hatte, war seine Frage einfach unverschämt. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der offensichtlich sehr zornig auf ihn war, reagierte daher wie folgt. Suni Prabhu Krode Kaila Krishna Doshutkara Tengalana Uttila Prabhu Paduya Maribara. Als der Herr den törichten Schüler hörte, wurde er sehr zornig und rügte Sri Krishna in vielfacher Weise. Er nahm einen Stock auf und erhob sich, um den Schüler zu schlagen. Im Srimad Bhagavatam wird Folgendes berichtet. Als Uddhava von Sri Krishna mit einer Botschaft für die Gopis kam, klagten alle Gopis, insbesondere Srimati Radharani, Krishna in vielfacher Weise an. Solche Vorwürfe spiegeln jedoch eine überschwängliche, liebevolle Haltung wider, die ein gewöhnlicher Mensch nicht verstehen kann. Als der törichte Schüler Sri Chaitanya Mahaprabhu fragte, rügte Sri Chaitanya Sri Krishna in ähnlicher Weise, in liebenvollem Überschwang. Als sich Sri Chaitanya Mahaprabhu in der Stimmung der Gopis befand und der Schüler die Sache Sri Krishnas vertrat, wurde Sri Chaitanya sehr zornig. Als der törichte Schüler, der ein gewöhnlicher, atheistischer, smarter Brahmana war, seinen Zorn sah, beurteilte er den Herrn in seiner Torheit falsch. Er und eine Gruppe von Schülern wollten den Herrn aus Rache sogar schlagen. Nach diesem Vorfall beschloss Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sannyas anzunehmen, damit sich die Menschen keine Vergehen gegen ihn zu Schulde kommen ließen. In der Annahme, er sei ein gewöhnlicher Haushälter, denn selbst heute noch erweist man in Indien einem Sannyasi naturgemäß Achtung. Ja, hier können wir verstehen, dass das alles ein Lila von Chaitanya Mahaprabhu ist. Chaitanya Mahaprabhu war in seiner eigenen Gemütsstimmung, die natürlich ein Außenstehender nicht verstehen kann. Genauso wenig, wie man die Gemütsstimmung der Gopis im Grunde genommen als Außenstehender nicht verstehen kann. Warum sie Krishna tadelten, als Uddhava sie besuchte mit einer Botschaft von Krishna. Das ist eine persönliche Beziehung von Krishna. Und wie schwer fällt es uns, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen? Wie oft rätseln wir, warum dieser Mensch so oder so handelt? Und wir sind kaum in der Lage, seine Beweggründe zu ergründen. Was zu sprechen von Menschen, die auf der spirituellen Ebene sind? Und es ist ein sehr großes Vergehen, einen spirituellen Meister zu kritisieren, weil wir nicht verstehen können, wo sich der spirituelle Meister in seiner Gemütsstimmung zu seinem spirituellen Meister und zu Krishna befindet. Und außerdem war dieser Schüler, war, wie hier gesagt wird, ein smarter Brahmana. Er war ein Brahmana, der sehr stolz war aufgrund seiner Geburt. Und das ist ja genau das, was Sri Chaitanya Mahaprabhu auch mit seinem Erscheinen außer Kraft setzen wollte. Und deshalb ist genau diese Gemütsstimmung Lord Chaitanya Mahaprabhus und die Gemütsstimmung dieses smarter Brahmanas hier im Chaitanya Charitamrita erschienen, erwähnt worden, um genau diesen Unterschied klarzustellen. Und in einer späteren Erläuterung hören wir dann mehr darüber, über diesen Sachverhalt. So, und gleicherweise kann man auch eventuell verstehen, wie wir das vorhin aus dem Transcendental Diary wahrgenommen haben. Die Gemütsstimmung Chaitanya Mahaprabhus, das ist die originale Gemütsstimmung, das ist das Original, also die Trennung, dass man Trennung von Krishna verspürt, dass man sich zu Krishna hingezogen fühlt. Und der Smarta Brahmana ist jemand, der nach Regeln und Regulierungen lebt, der aber kein Verständnis von der Hingabe zu Krishna hat. Vielleicht hat er schon mal davon gehört, aber er hat keinerlei Verwirklichungen. So, in der gleichen Weise kann man sagen, dass die Sankirtan-Bewegung, das ist das Original. Und alles andere, das, was die Menschen draußen in der materiellen Welt machen, in ihren Staatswesen, in ihren Gesellschaftsstrukturen, das ist fake. Weil das, was die Menschen draußen unter dem Einfluss von Ahankara tun, das ist reines, falsches Ego.
Es ist eine falsche Identität, die sie angenommen haben, und sie wissen nichts von ihrer ursprünglichen Identität, ein ewiger Diener Krishnas zu sein. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu, der agiert hier exemplarisch, als beispielhaft, als ewiger Diener Krishnas. Und gleichzeitig ist er Krishna selbst. So, wir können nur Krishna bewusst werden, wenn Krishna uns die Möglichkeit dazu gibt, wenn Krishna uns das erlaubt. Und deshalb ist Chaitanya Mahaprabhu erschienen, aus reiner Barmherzigkeit, aus grundloser Barmherzigkeit, uns, die wir so gefallen sind in der materiellen Welt, die wir uns immer noch mit dem materiellen Körper identifizieren, aus diesem Bewusstsein herauszulösen, durch das Chanten der heiligen Namen. Vaya palaya vaduya bravo pache pache daya ashti vyasta bhaktagana bravo re rahaya. Der Schüler lief aus Angst davon und der Herr folgte ihm. Doch irgendwie hielten die Gottgeweihten den Herrn zurück. Prabhu re shantakadi anila nichagare paduya palaya gela paduya shabare. Die Gottgeweihten beruhigten den Herrn und brachten ihn nach Hause, und der Schüler lief zu einer Versammlung anderer Schüler. Paduya shahasrayahan pade ekatani prabhura vritanta twichagahe tahanjai. Der Brahmana-Schüler lief zu einem Ort, an dem 1000 Schüler zusammen studierten. Dort schilderte er ihnen den Vorfall. Erläuterung. In diesem Vers finden wir das Wort Dvija, was darauf hinweist, dass der Schüler ein Brahmana war. Tatsächlich konnten damals nur Angehörige der Brahmana-Klasse Schüler der vedischen Literatur werden. Schulung ist besonders für Brahmanas bestimmt. Vormals konnte von einer Schulung für Kshatriyas, Vaishyas oder Shudras keine Rede sein. Kshatriyas lernten die Technik der Kriegskunst und Vaishyas erlernten das Kaufmannsgewerbe von ihren Vätern oder anderen Geschäftsleuten. Sie waren nicht dafür vorgesehen, die Veden zu studieren. Heute jedoch geht jeder zur Schule und jedem wird die gleiche Art der Erziehung erteilt, obwohl niemand weiß, was das Ergebnis sein wird. Das Ergebnis ist indes höchst unbefriedigend, wie wir von allem in den westlichen Ländern gesehen haben. In den Vereinigten Staaten gibt es zahllose Bildungsstätten und es ist jedem gestattet, ein Studium zu beginnen. Doch das Ergebnis ist, dass die meisten Studenten zu Hippies werden. Höhere Bildung ist nicht für jeden bestimmt. Nur ausgewählte Individuen, die in der brahmanischen Kultur geschult sind, sollten die Erlaubnis bekommen, eine höhere Bildung zu genießen. Die Bildungsstätten sollten nicht das Ziel haben, Technologie zu lehren. Denn ein Technologe kann im Grunde nicht als wirklich gebildet bezeichnet werden. Ein Technologe ist ein Shudra. Nur wer die Veden studiert, kann im wahrsten Sinne des Wortes als Gelehrter, als Pandit bezeichnet werden. Die Pflicht eines Brahmana ist es, in der vedischen Schrift bewandert zu werden und das vedische Wissen anderen Brahmanas zu lehren. In unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein lehren wir unsere Schüler, taugliche Brahmanas und Vaishnavas zu werden. In unserer Schule in Dallas lernen die Schüler Englisch und Sanskrit. Und durch diese beiden Sprachen studieren sie alle unsere Bücher, wie das Srimad Bhagavatam, die Bhagavad Gita und den Nektar of Devotion. Es ist ein Fehler, jeden Schüler als Technologen auszubilden. Es muss eine Gruppe von Schülern geben, die Brahmanas werden. Ohne Brahmanas, die die vedische Schrift studieren, wird die menschliche Gesellschaft völlig chaotisch sein. Das ist das, was wir in der materiellen Welt vielerorts sehen können. Dass die Gesellschaften völlig chaotisch sind, dass die einzelnen Teile der Gesellschaft schwer gegeneinander kämpfen. Mal gewinnt der eine und dann wieder der andere. Mal ist die eine Partei am Ruder und dann die andere Partei. Niemand hat wirklich einen richtigen Plan. So bei jeder Regierung treten immer wieder Schwierigkeiten und Misswirtschaft auf, weil die Menschen, die an der Regierung sind, ihre Position nicht kennen. Weil sie einerseits gebildet sind und sich auskennen mit bestimmten Vorgängen, technologischen Vorgängen in der materiellen Welt, aber andererseits sind sie totale Sinnengenießer
und führen zum Teil, wenn sie in eine Position kommen, ein ausschweißendes Leben und es entstehen Skandale und Aufruhr und Unverständnis bei den einfachen Menschen. Wie können diese Leute so etwas tun? Das ist ja total absurd. Und die ganze Presse ist voll von solchen Vorfällen. Die ganzen Nachrichten sind voll von Missgeschicken, Unfällen und Fehlverhalten. Ist im Grunde genommen ist das völlig absurd. Ne? Für einen Menschen, der seinen inneren Frieden sucht, sind diese Sachen völlig nebensächlich. So, wir als Devotis, wir beschäftigen uns mit dem Srimad Bhagavatam. So, hier werden auch Probleme gelöst. Man muss immer, es ist immer wichtig, das rechte Verhalten zu studieren. Was ist ein richtiges Verhalten, um ein höheres Bewusstsein zu erlangen? So, das müssen wir auch lernen und oft auch manchmal sehr mühsam lernen, weil wir auch immer noch in unserer alten, vielleicht manchmal in unsere alten Gewohnheiten und wenn nicht das, in unsere alten Denkweisen hineinfallen. Und wir haben auch oft die Neigung zu kritisieren, aber oder auch richtig zu stellen. Aber das muss auch manchmal gemacht werden. Vor einiger Zeit war ich in einem Tempel und da gab es einen neuen Bhakta, der sehr engagiert war. Und der hat immer die Ehrerbietungen zu Prabhupada mit den Füßen gemacht. Weil es war nicht seine Absicht, sondern er wollte einfach die Deities, den Deities Ehrerbietungen bringen, wenn er den Tempel verlassen hat. Und er war sich nicht bewusst über die Präsenz Srila Prabhupada, dass Srila Prabhupada immer vis-à-vis zu den Deities, und er stand oft bei der Deity-Begrüßung genau vor den Deities, also genau vor den Deities und genau vor Srila Prabhupada mit dem Rücken, und wenn er den Tempel verlassen hat, dann hat er ganz exakt mit den Füßen zu Srila Prabhupada seine Ehrerbietungen dargebracht. Und eines Tages, und das habe ich mehrmals beobachtet, und eines Tages habe ich ihm zugesagt, nicht mit den Füßen zu Prabhupada. Es war ein bisschen so eine Vorwurf, ein kleiner Vorwurf in meiner Stimme. Und dann ist er aufgestanden, hat mich angeguckt und hat gesagt, keine Fehler finden. Und da habe ich mich total gewundert, dachte ich, wow. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Er hat ja recht. Aber gleichzeitig hat er auch Unrecht. Es muss auch eine Korrektur geben. Es muss eine Zurechtweisung geben. So, hier hörten wir, dass Chaitanya Mahaprabhu einen Stock erhoben hat. Und wenn man das Lehrer-Schüler-Verhältnis vergangener Jahrhunderte studiert, dann ist auch oft die Rede, dass der Schüler auch manchmal geschlagen wurde vom spirituellen Meister. Weil er eben vielleicht nicht intelligent genug war, irgendetwas zu verstehen. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu hat hier seinen spirituellen Zorn gezeigt. Ne? Und dass diese Demonstration, dass er den Stock ergriffen hat, das bedeutet wirklich für uns als Devotis, das ist das, was dieser Schüler gemacht hat, ist ein absolutes No-Go. Den spirituellen Meister, und was zu sprechen von Chaitanya Mahaprabhu, zu kritisieren oder zurechtzuweisen. So, was kann man machen, um dem entgegenzuwirken? Das ist einfach das, was wir in der Praxis jeden Tag machen. Unsere Ehrerbietung darbringen. Ne, mit der Demonstration unserer Ehrerbietung, wenn wir den Tempel betreten, demonstrieren wir, dass wir eine gefallene spirituelle Seele sind und dass wir Zuflucht suchen bei Krishna. Und gleichzeitig beten wir auch immer um Vergebung, dass wir so viele Fehler machen während dem Tag. Fehler in der Handlung oder auch manchmal Fehler im Denken. So ist es sehr, sehr wichtig, zurechtgewiesen zu werden. Aber es ist immer die Frage, wer darf andere zurechtweisen? So meistens, Bhakti Bhushan Swami sagt, es gibt meistens dafür in einem Tempel autorisierte Personen. Und dieser Bhakta, den ich da versucht habe zu korrigieren, der hat keinen Bhakta-Leader. Er hat keine wirkliche Bezugsperson. Es ist sehr wichtig, wenn man am Anfang in den Tempel kommt, dass man in ein Bhakta-Programm eingegliedert wird, in eine kleine Gruppe von Novizen, und die eine feste Bezugsperson haben, an die sie sich wenden können und die autorisiert ist, das Verhalten der Bhaktas zu beobachten und auch zu kritisieren und zurechtzuweisen.
ein sehr, sehr wichtiger Vorgang im spirituellen Leben. Shuni Kroda Kaila Shaba Paduragana Shabe Melikade Tabe Braburanindana. Als sie von dem Vorfall hörten, taten sich alle Schüler, die sehr zornig geworden waren, zusammen und kritisierten den Herrn. Shabe Desha Prashta Kaila Ekalanimani Brahmana Marite Kahe Dharma Bayanai. Niemand anders als Nimai Pandit hatte das ganze Land zugrunde gerichtet, lautet ihre Anklage. Er will einen Kastenbrahmana schlagen. Er fürchtet die religiösen Prinzipien nicht. Erläuterung. Auch damals waren die Kastenbrahmanas sehr stolz. Sie waren nicht einmal bereit, sich von einem Lehrer oder spirituellen Meister zurechtweisen zu lassen. So dieser Vorwurf, der hier in dem Vers auftaucht, dass Nimai Pandit das ganze Land zugrunde richtet, den haben die Amerikaner und die Engländer und die Australier auch Srila Prabhupada gemacht. Dass er diese Jugend zugrunde richtet. Aber gleichzeitig hat Srila Prabhupada genau das Gegenteil gemacht. Er hat diese jungen Schüler aufgeweckt und hat ihnen richtiges Verhalten gelehrt. Und hochintelligente Personen, die wussten, die konnten das sehen. Es gab in Amerika einige Professoren, die Srila Prabhupada sehr begrüßt haben, ne? Die wirklich auch dann demonstrativ ihre Meinung geäußert haben und haben gesagt, dieser Mann, Srila Prabhupada, der hat die Hippies von der Straße aus ihrem Elend herausgeholt. Der hat ihnen wieder eine Identität gegeben. Und das hat Srila Prabhupada sehr geschätzt, dass er in seinem Handeln, wie sagt man, erkannt wurde. Und dass man erkannt hat, was dieser Mann leistet. Und das waren natürlich Menschen, die auch Religionswissenschaftler. Srila Prabhupada hat selbst in einem Gespräch gesagt, Dr. Still Yuda, das war ein Religionswissenschaftler, der ihn so gelobt hat für das, was er gemacht hat. Aber der wirkliche Wert der Sankirtan-Bewegung, den wird man erst in einigen Jahrzehnten erkennen. So, diese Arbeit, was wir tun, das ist eine essentielle Arbeit für die gesamte Menschheit. Und mittlerweile können wir sehen, dass sie überall auf der Welt Früchte trägt. In allen großen Städten des Erdballs gibt es Tempel, überall gibt es die Sankirtan-Bewegung, der Heilige Name, die Devotis. So, man kennt uns, man hat Ehrfurcht. Vor allen Dingen in den frommen Ländern. Als wir jetzt in Bogota auf dem Flughafen waren, mit Bhakti Bhushan Swami kurz vor dem Abflug, das war eine sehr schöne Situation. Man konnte, als Bhakti Bhushan Swami aufgetaucht ist, in seinem Safran-Outfit und Sanyas-Outfit, da konnte man sehen, dass sofort eine Aura um ihn herum entstanden ist. Dass die Menschen hatten Respekt. Sie konnten sofort sehen, das ist eine heilige Person. Und sie haben irgendetwas demonstriert, einen Blick oder eine Haltung oder die Hände gefaltet. Und dann hat Bhakti Bhushan Swami Simply Wonderfuls verteilt. Und alle Menschen sind gekommen, ohne Unterschied. Das Sicherheitspersonal, die Reinigungskräfte. Ja? Das kann ich verstehen. Was hat er verteilt? Simply Wonderfuls. Ah, okay. Prasadam, so kleine Prasadam-Kugeln. Und kleine Kinder und Erwachsene. Und es gab keinen Dünkel. Es ist so, in Lateinamerika ist man mehr noch eine gesellschaftliche Familie. Und in Europa ist es anders. In Europa schauen die Menschen oft so abschätzig, vor allen Dingen Menschen, die sehr gebildet sind, die sich irgendwas einbilden. So, das nennt man das falsche Ego, ne? eine falsche Haltung. Und in dieser falschen Haltung, in dieser körperlichen oder gesellschaftlichen Identifikation, kann man die Botschaft Chaitanya Mahaprabhus nicht verstehen. Es ist wie es ist wie Öl und Wasser. Öl und Wasser sind getrennt. Und man braucht einen Katalysator, etwas Senf, um die beiden zu verbinden. Also wenn man ein Dressing machen will mit Zitronensaft, der das Wasser darstellt, und Olivenöl, dann muss man entweder sehr stark quirlen, man muss das versuchen zu vermischen, oder man nimmt einen Katalysator, etwas Senf.
So, und der Heilige Name und die Sankirtan-Bewegung, das ist der Katalysator. Das können die Menschen nicht einordnen. Aber wenn sie den Heiligen Namen hören, dann wird etwas in Bewegung gesetzt. Und der andere Katalysator ist die Prasadam-Verteilung. Durch die Prasadam-Verteilung wird Vertrauen geschaffen. Und gleichzeitig kommen die Menschen mit der spirituellen, mit der inneren Energie Krishnas in Kontakt. Und diese innere Energie Krishnas, die wirkt in ihrem Geist und in ihrem Verhalten. Das kann man sehr oft sehen, dass wenn Menschen Prasadam bekommen, dass sie sofort ihr Verhalten ändern. Punayadi aishikara maribatatare konva manusahayaki karite pare. Wenn er noch einmal eine solch abscheuliche Handlung begeht, werden wir gewiss Vergeltung üben und ihn ebenfalls schlagen. Wer ist er? Eine bedeutende Person, dass er uns in dieser Weise zu behandeln wagt. Das ist schon, also diese Haltung, die Smarta Brahmanas hier an den Tag legen, die ist schon sehr bedenklich, weil Chaitanya Mahaprabhu kam aus einer sehr, sehr achtbaren Brahmana-Familie. Und er war bekannt als Nimai Pandit, als jemand, der die Schriften in- und auswendig kennt. Und diese Haltung, die die Brahmana, diese tausend Brahmanas hier an den Tag legen, die beruht eindeutig auf einem falschen Verständnis der vedischen Schriften oder auf einem unzureichenden Verständnis. Pabura Nindaya Shavara Budi Hailanasha Supahita Vidyakarayo Nahaya Prakasha. Als all die Schüler diesen Entschluss fassten und Sri Chaitanya Mahaprabhu kritisierten, wurde ihre Intelligenz zugrunde gerichtet. Und obwohl sie große Gelehrte waren, war durch dieses Vergehen die Essenz des Wissens nicht in ihnen sichtbar. Erläuterung. In der Bhagavad Gita 7,15 heißt es, Maya Aparitakyan Asuram Bhavam Ashrita. Wenn man der höchsten Persönlichkeit Gottes feindselig gesinnt wird und eine atheistische Haltung einnimmt, Asuram Bhavam, wird selbst dann, wenn man ein großer Gelehrter ist, die Essenz des Wissens nicht in einem sichtbar. Das heißt, die Essenz des Wissens wird durch die täuschende Energie des Herrn gestohlen. In diesem Zusammenhang zitiert Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur einen Mantra aus der Shvetashvata Upanishad. Yasya devi paravakti yatata devi tatagurau tasyaite katita hi artha prakashante mahatmanaha. Die Bedeutung dieses Verses ist, dass jemand, der Vishnu, der höchsten Persönlichkeit Gottes, unerschütterlich hingegeben und ebenso dem spirituellen Meister ohne äußeren Beweggrund hingegeben ist, ein Meister allen Wissens wird. Im Herzen eines solchen Gottgeweihten wird die wahre Essenz des vedischen Wissens sichtbar. Diese Essenz ist nichts anderes als Hingabe an die höchste Persönlichkeit Gottes. Vedaish Chasavaya Ham Eva Vidyo. Nur dem, der sich dem spirituellen Meister und dem höchsten Herrn völlig ergibt, wird die Essenz des vedischen Wissens offenbart und niemand sonst. Dieses gleiche Prinzip wird von Sri Prahlad Maharaj im Srimad Bhagavatam mit Nachdruck betont. Iti pumsharpita Vishno bhaktischena valakshana kriyate bhagavadyada Tanman yeditam uttamam. Wer diese neun Prinzipien hören, schenken, sich erinnern und sofort unmittelbar in den Dienst des Herrn stellt, muss als großer Gelehrter angesehen werden, der die vedischen Schriften sehr gut aufgenommen hat. Denn das Ziel des Studiums der vedischen Schriften besteht darin, die höchste Stellung Sri Krishnas zu verstehen. Sridhaswami bestätigt in seinem Kommentar, dass man sich zuallererst dem spirituellen Meister ergeben muss. Dann wird sich der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes entwickeln. Es ist nicht wahr, dass nur jemand, der gewissenhaft eine akademische Laufbahn einschlägt, ein Gottgeweihter werden kann. Auch ohne akademische Laufbahn entwickelt jemand, der uneingeschränkten Glauben an den spirituellen Meister und die höchste Persönlichkeit Gottes hat, sein spirituelles Leben und wahres Wissen von den Veden. Das Beispiel Maharaj Katvangas bestätigt dies. Von jemand, der sich hingibt, kann man sagen, dass er den Inhalt der Veden sehr genau gelernt hat. Wer diesen vedischen Vorgang der Hingabe annimmt, erlernt hingebungsvollen Dienst und ist gewiss erfolgreich.
Wer jedoch sehr stolz ist, wird nicht imstande sein, sich dem spirituellen Meister oder der Persönlichkeit Gottes zu ergeben. Deshalb kann er die Essenz keiner vedischen Schrift verstehen. Der Srimad Bhagavatam 11.11.18 erklärt: Shabda Brahmani Nishnato na Nishnayat Pareyadi Shramastasya Shramapalo Yad Jenum Iva Rakshataha. Wenn man sich in den vedischen Schriften auskennt, jedoch kein geweihter Sri Vishnus ist, verschwendet man nur sinnlos seine Tatkraft, als halte man sich eine Kuh, die keine Milch gibt. Jeder, der nicht den Vorgang der Hingabe annimmt, sondern nur an einer akademischen Laufbahn interessiert ist, kann keinerlei Fortschritte machen. Sein Gewinn ist nur seine Arbeit für nichts. Wenn er im Studium der Veden bewandert ist, sich jedoch nicht einem spirituellen Meister oder Vishnu ergibt, ist seine ganze Kultivierung von Wissen nur eine Verschwendung von Zeit und Arbeitskraft. Denn man kommt nicht zu dieser dazu, Liebe zu Krishna zu entwickeln. Wenn man einfach nur gelehrt ist, ist man immer noch stolz auf seinen Geist. So, wenn man stolz auf das ist, was man gelernt hat, dieser Stolz ist quasi wie ein Balken zwischen einem selbst und der Selbsterkenntnis. So, was bedeutet Selbstverwirklichung? Selbstverwirklichung bedeutet, dass wir unser Selbst in Beziehung zu Krishna erkennen, als ewiger Diener Krishnas. Und das können materielle Menschen nicht. Sie sind, ihre Identifikation beruht immer auf dem Hiesigen, auf dem Ich und Mein. Das gehört mir, das ist mein, das ist meine Familie. Dort habe ich gelernt und das weiß ich schon alles. Und ein Devoti, der verhält sich total anders. Ein Devoti ist immer demütig und bescheiden. Er sieht sich immer als niedrig an. Und deshalb ist es so wichtig, dass man immer wieder seine Ehrerbietung darbringt, wenn man in den Tempel kommt, dass man diese Haltung, die Haltung eines aufrichtigen, ernsthaften Schülers annimmt. Und das ist auch die Empfehlung Chaitanya Mahaprabhus an die, in einem späteren Vers hören wir, an diese Brahmanas, sogenannten Brahmanas, dass sie eine demütige Haltung annehmen. So, jedes Fehlverhalten kann korrigiert werden. Dafür ist auch Chaitanya Mahaprabhu erschienen, um jede Art von Vergehen eventuell aufzuheben, barmherzig zu sein. Das sehen wir in dem Beispiel, das jeder von uns kennt, von Jagannath Mahadev. So, Lord Nityananda hat, dort ist Lord Chaitanya auch zornig geworden. Aber Lord Nityananda hat ihn beruhigt. Und dieser Zornesausbruch von Lord Chaitanya Mahaprabhu, der war sehr wichtig, weil er auch nochmal genau die Bedeutung dieses Fehlverhaltens in demonstrativer Weise uns bewusst macht, welches Vergehen ist, sich die Hand einen Gottgeweihten zu verletzen oder Gottgeweihte anzugreifen. Und hier ist das Beispiel von Maharaj Khatwanga erwähnt worden. Maharaj Khatwanga war ein Krieger und der wurde von den Halbgöttern gebeten, für sie zu kämpfen gegen die Dämonen, und das hat er gemacht. Und als die Kämpfe siegreich beendet waren, dann wollten die Halbgötter ihn belohnen. Aber Maharaj Khatwanga war äußerst intelligent. So, er hat seine Situation, zu 100% verstanden. Er hat gesagt, er hat verstanden, dass die materielle Welt ein vorübergehender Aufenthaltsort ist. So, dass man zwar in der materiellen Welt handeln kann, aber dass es keine permanente Lösung ist, sich in der materiellen Welt zu befinden, geschweige denn für sein Handeln belohnt zu werden. Und er hat augenblicklich die Frage gestellt: Wie lange habe ich denn noch zu leben? Kann ich das überhaupt, ne, was mache ich mit dieser Belohnung? Und die Belohnung von Halbgöttern ist bestimmt, also nach materiellen Maßstäben, irdischen Maßstäben, eine außergewöhnliche Belohnung. So, die Halbgötter haben gesagt, du hast nur noch einen Moment zu leben. Und er hat sofort Zuflucht gesucht bei Krishna. So, das ist auch die Haltung eines Gottgeweihten, der sich immer bewusst ist, dass er,
dass er noch in der materiellen Welt ist und dass er einen materiellen Körper hat. Und dass es die Aufgabe ist, immer und überall bei Krishna Zuflucht zu suchen, den heiligen Namen zu chanten und aufrichtig zu chanten, ernsthaft zu chanten, mit Hingabe zu chanten. Nicht nur als äußere Demonstration. Und Lord Chaitanya hilft uns dabei. Das ist hier sehen wir Lord Chaitanya als liebevollen Lehrer, der uns wach macht, der uns Wissen und Unterscheidungsvermögen gibt. So, wir haben von Krishna die Lebenskraft bekommen, den Geist und die Sinne. Das sind unsere Instrumentarien. Und ein Teil der Lebenskraft ist die Intelligenz. So, die Intelligenz, die Sinne und der Geist. Und damit können wir viel anfangen. Wir können die materielle Welt analysieren. Wir können versuchen, alles zu verstehen. Wir können auch materielle Wissenschaften damit studieren. Aber der eigentliche Zweck dieses Instrumentariums ist, die Intelligenz in richtiger Weise zu benutzen. So wie das Maharaj Khatvanga getan hat. Die Intelligenz zu nutzen, uns aus der materiellen Illusion herauszulösen, uns Krishna hinzugeben. Und auch die Sinne und den Geist im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen und mit Hilfe der Intelligenz den Geist zu schulen, sodass wir uns in jedem Moment, auch selbst in schwierigsten Momenten des materiellen Daseins, wie starken großen Krankheiten oder Unfällen oder schwierigen Konfliktsituationen wie Kriegen, dass wir uns immer an Krishna erinnern können. Dass wir im Herzen und im Geist und in unseren Tätigkeiten bei ihm Zuflucht suchen. Das ist die Schulung. Dafür haben wir dieses Instrumentarium bekommen. Aber mit dem gleichen Instrumentarium, mit der Intelligenz, dem Geist und den Sinnen, können wir uns auch total materiell erniedrigen und totale Dämonen werden und irgendwann sogar aus Hass vor allem, was irgendwie existiert, sogar Steine werden. Wir können sogar in Steine eingehen. Das ist der spirituellen Seele möglich. Aus einer trotzigen und widerwärtigen Haltung heraus. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden, welchen Weg gehe ich? Gehe ich den Weg des Widerstandes oder versuche ich, konform zu werden mit Gott? Versuche ich, ihm wieder zu gefallen? Und das ist die Mission der Veden, warum die Veden erscheinen und warum das Chaitanya Charitamrita erschienen ist und Lord Chaitanya, um uns ein Beispiel zu geben, was richtiges Verhalten ist. Lord Chaitanya ist erschienen, um uns zu zeigen, wie man sich als Gottgeweihter verhält. Tatapi dampika paduya namra nahihaya yahan tahan praburaninda hashishe karaya. Doch die stolze Studentenschaft wurde nicht unterwürfig, im Gegenteil. Die Studenten sprachen von dem Vorfall überall und bei jeder Gelegenheit. Unter Gelächter kritisierten sie den Herrn. Sarvakyan Goshanijani Shavara Dugati Karivashi Chintata Shavara Avyahati. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der allwissend ist, begriff, wie sehr sich diese Studenten erniedrigten. Er saß daher daheim und überlegte, wie er sie retten könnte. Yata Adya Paka Aratanra Shishyagana Dharmi Karmi Tapunishta Nindaka Durjana. Alle die sogenannten Professoren und Wissenschaftler und ihre Studenten folgen im Allgemeinen den regulierenden Prinzipien der Religion, fruchtbringenden Tätigkeiten und Tapasya, dachte der Herr. Jedoch sind sie zur gleichen Zeit Lästerer und Gauner. Erläuterung. Hier finden wir eine Schilderung von Materialisten, die kein Wissen vom hingebungsvollen Dienst haben. Sie mögen sehr religiös sein und sehr systematisch arbeiten oder Tapasya auf sich nehmen. Doch wenn sie die höchste Persönlichkeit Gottes lästern, sind sie nichts weiter als Gauner. Dies wird im Haribhakti Sudodaya 3.11 bestätigt. Bhagavat Bhakti Hinasya Chati Shastram Tapastapa Apranasyaiva Dihasya Mandanam Lokaranjanam. Das sind noch ein paar Verse. Habt ihr noch Geduld zu sitzen und zuzuhören? Ja, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Noch 10 Minuten Zeit, okay. Ohne Wissen vom hingebungsvollen Dienst für den Herrn sind großartiger Nationalismus, fruchtbringende politische oder soziale Arbeit sowie Wissenschaft oder Philosophie
nichts weiter als teure Kleider, die einen toten Körper schmücken. Das einzige Vergehen von Menschen, die sich an solchen Prinzipien halten, besteht darin, dass sie keine Gottgeweihten sind. Sie schmähen ständig den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes und seine Geweihten. Ich lese einfach mal die Verse weiter, dass wir, wenn ich sie nicht dazu bringe, hingebungsvollen Dienst anzunehmen, wird keiner von diesen Menschen dazu fähig sein, weil sie das Vergehen der Lästerung auf sich luden. Ich bin gekommen, um alle gefallenen Seelen zu befreien, doch jetzt ist genau das Gegenteil eingetreten. Wie können diese Gauner befreit werden? Wie kann man ihnen helfen? Wenn diese Gauner mir Ehrerbietungen erweisen, werden die Reaktionen auf ihre sündhaften Handlungen ausgelöscht werden. Und wenn ich sie dann bitte, hingebungsvollen Dienst anzunehmen, werden sie es tun. So, das ist die Überlegung Chaitanya Mahaprabhu. Es ist eine sehr didaktische Überlegung. Chaitanya Mahaprabhu hat hier gedacht, das sind ja schon Brahmanas. So, die haben schon eine Inklination, die wissen schon, wie wichtig Religion ist, und die haben die Schriften studiert. Aber aufgrund von ihrem Stolz haben sie keine richtige Haltung und machen Vergehen. So, und das ist die Überlegung Chaitanya Mahaprabhus, der Grund, warum er dann Sannyas angenommen hat. Weil in Indien ist ein Sannyas jemand, der respektiert wird, in frommen Ländern. Das sieht man in Südamerika auch, obwohl es überwiegend Christen sind. Aber wenn ein Sannyasi in Südamerika reist, er wird immer sehr respektiert und sehr zuvorkommend behandelt. Und auch wenn man den Namen Krishnas erwähnt, das ist mir schon sehr oft passiert, bei Flügen am Zoll. Einmal, als ich aus Indien nach Hause geflogen bin, als Brahmachari war ich am Zoll, und der Zollbeamte hat mich angeschaut und ich hatte die Chapamala hier hängen, und er hat mich gefragt, wo kommst du her? Und da habe ich gesagt, aus Vrindavan. Und er sagte, oh ja, Hare Krishna. Und das Gleiche passiert auch in Südamerika. Die Menschen stellen Fragen. Sie sind ehrfürchtig, unterwürfig und verstehen, das ist jemand, der hat ein Wissen, das mir im Augenblick nicht zugänglich ist. Und diese Haltung, die befähigt uns, dass wir im Krishna-Bewusstsein Verständnis entwickeln können. Weil dass wir hier sind, das ist für bei jedem Einzelnen von uns die grundlose Barmherzigkeit Chaitanya Mahaprabhus, der in unserem Herzen wohnt und der unsere Wünsche, unsere innersten Wünsche sieht und uns dementsprechend Möglichkeiten gibt, Fortschritt zu machen, um aus der materiellen Illusion heraus befreit zu werden. Ich muss zweifellos alle diese gefallenen Seelen befreien, die mich lästern und mir keine Ehrerbietungen erweisen. Und dann kommt ein Vers mit der großen Erläuterung. Ata eva avasyami sanyas sakariba sanyasi budye more pranata haive. Ich werde in den Sanyas-Stand des Lebens eintreten, denn dann werden die Menschen mir ihre Ehrerbietungen erweisen, da sie mich für ein Mitglied des Lebensstandes der Entsagung halten. Erläuterung. Unter den Mitgliedern der gesellschaftlichen Ordnung der Vanashram-Einrichtung Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra gilt der Brahmana als der Beste, denn er ist der Lehrer und spirituelle Meister aller anderen Varnas. In ähnlicher Weise ist unter den spirituellen Ordnungen Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha und Sannyas die Sannyas-Stufe die höchste. Deshalb ist ein Sannyasi der spirituelle Meister aller Varnas und Ashrams. Und auch von einem Brahmana erwartet man, dass er einem Sannyasi Ehrerbietungen erweist. Unglücklicherweise jedoch erweisen Kasten-Brahmanas einem Vaishnava-Sannyasi keine Ehrerbietungen. Sie sind so stolz, dass sie nicht einmal einem indischen Sannyasi Ehrerbietungen darbringen, geschweige denn europäischen und amerikanischen Sannyasis. Sri Chaitanya Mahaprabhu jedoch erwartete, dass selbst die Kasten-Brahmanas einem Sannyasi achtungsvollen Ehrerbietungen erweisen würden. Denn vor 500 Jahren verlangte es die gesellschaftliche Sitte, einem Sannyasi bekannt oder unbekannt auf der Stelle Ehrerbietungen darzubringen.
Die Sannyasis der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sind echt. Alle Schüler der Bewegung für Krishna-Bewusstsein haben sich dem regulären Vorgang der Einweihung unterzogen. Im Haribhakti-Vilas von Sanatan Goswami heißt es hierzu: Tata Diksha Vitayena Dvichatvam Jayadenyanam. Durch den regulären Vorgang der Einweihung kann jeder ein Brahmana werden. Zu Beginn erklärten sich die Schüler unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein bereit, mit Gottgeweihten zusammenzuleben. Und weil sie die vier verbotenen Tätigkeiten, unzulässige Geschlechtsbeziehungen, Glücksspiel, Fleischessen und Berauschung aufgegeben haben, werden sie allmählich in den Tätigkeiten des spirituellen Lebens fortgeschritten. Wenn wir sehen, dass jemand regelmäßig diese Prinzipien befolgt, wird ihm die erste Einweihung, Harinam, gegeben und er chantet regelmäßig mindestens 16 Runden am Tag. Nach 6 Monaten oder einem Jahr wird er zum zweiten Mal eingeweiht und ihm wird mit dem vorschriftsmäßigen Opfer und den vorgeschriebenen Ritualen die heilige Schnur übergeben. Nach einiger Zeit, wenn er weiter fortschreitet und gewillt ist, die materielle Welt aufzugeben, wird ihm die Sannyas-Ordnung verliehen. Dann erhält er den Titel Swami oder Goswami. Beide bedeuten Meister der Sinne. Doch weder erweisen ihnen unglücklicherweise die verderbten sogenannten Brahmanas in Indien Respekt, noch erkennen sie sich als echte Sannyasis an. Sri Chaitanya Mahaprabhu erwartete, dass die sogenannten Brahmanas solchen Vaishnava-Sannyasis Achtung erweisen. Nichtsdestoweniger kümmert es uns nicht, ob sie diesen Sannyasis Achtung erweisen oder sie als echt anerkennen. Denn die Shastra beschreibt, dass solch ungehorsame sogenannte Brahmanas Bestrafung erwartet. Die Anweisung der Shastras lautet: Devata pratimam drishtva yatim chaiva tridandinam namaskaram nako yatyak prayaschit yate naraha. Wer dem Herrn der höchsten Persönlichkeit Gottes, seiner Bildgestalt im Tempel oder einem Tridandi-Sanyasi keine Achtung erweist, muss Prayaschitta Buße auf sich nehmen. Wenn man einen solchen Sannyasi keine Ehrerbietung darbringt, ist der vorgeschriebene Prayaschitta einen Tag lang zu fasten. Lord Chaitanya dachte weiterhin: Wenn sie Ehrerbietungen darbringen, werden sie von allen Reaktionen auf ihre Vergehen befreit werden. Dann wird durch meine Gnade hingebungsvoller Dienst in ihrem reinen Herzen erwachen. Was für eine Segnung, einfach indem man Ehrerbietungen darbringt, indem man sich überwindet und sich niederwirft auf den Boden, wird man sofort gesegnet. Das ist so wunderbar. Den vedischen Schriften zufolge darf nur einem Brahmana Sanyas verliehen werden. Die Shankara Sampradaya Ekadandi Sanyas Sampradaya gewährt die Sanyas-Ordnung nur Kasten-Brahmanas oder geborenen Brahmanas. Doch im Vaishnava-System kann selbst jemand, der nicht einmal in einer Brahmana-Familie geboren wurde, gemäß der Anweisung des Haribhakti-Vilas, Tatadiksha Vitanina Dvichatvam Jayatenenam, zu einem Brahmana gemacht werden. Jeder Mensch aus jedem Teil der Welt kann durch den vorschriftsmäßigen Vorgang der Einweihung zu einem Brahmana gemacht werden. Und wenn er sich wie ein Brahmana verhält und das Prinzip befolgt von Berauschung, unzulässige Geschlechtsbeziehung, Fleischessen und Glücksspiel Abstand zu nehmen, kann ihm Sannyas verliehen werden. Alle Sannyasis in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, die auf der ganzen Welt predigen, sind reguläre Brahmana-Sannyasis. Deshalb sollten sich die sogenannten Kasten-Brahmanas nicht weigern, ihnen achtungsvolle Ehrerbietungen zu erweisen. Wenn sie solche Ehrerbietungen darbringen, wird es Sri Chaitanya Mahaprabhu empfahl, werden sie ihre Vergehen verringern und ganz von selbst ihre natürliche Stellung des hingebungsvollen Dienstes erwecken. Es heißt: Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunai. Krishna Prema kann in einem geläuterten Herzen erweckt werden. Je mehr wir Sannyasis, besonderen Vaishnava-Sannyasis, Ehrerbietung darbringen, desto mehr verringern wir unsere Vergehen und läutern unsere Herzen. Nur in einem geläuterten Herzen kann Krishna Prema erwachen. Das ist der Vorgang von Sri Chaitanya Mahaprabhus Kult, der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Ich glaube, wir müssen hier aufhören. Der nächste Vers ist 267. 267.
Ja. Ja, vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank. Fragen, Kommentare, Erläuterungen, Berichtigungen, Zurechtweisungen? Keine Zurechtweisung. Habe ich nicht falsch gemacht. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai.